Der BVB hat wirklich nicht die besten Voraussetzungen, aber sie haben noch alles in der eigenen Hand. Am 5. Spieltag zu Gast bei Sporting Lissabon. Ein Sieg ist hier eigentlich Pflicht. Und die Gäste legten auch richtig gut los. 4. Spielminute. Erste gute Abschlussmöglichkeit. Jude Bellingham aus der zweiten Reihe. Der Ball zum Eckball. Pariert. Der Eckball halbherzig geklärt. Der BVB bleibt drin. Guerrero legt sich den Ball einfach vorbei. Legt ihn in die Mitte. Daniel Malen nutzt den Fehler des Lissabonner Keepers aus. Und köpft ein in der 6. Spielminute. Das 1:0 für Borussia Dortmund. Sporting Lissabon bis dahin nach vorne nicht. Mit dem Hauch einer Chance. Aber dann kam sie nach einer halben Stunde. Pedro González gleicht aus. Der BVB in der Defensive ungeordnet. Mussten ja auf Mats Hummels verzichten aus unverständlichen Gründen. Sah der die rote Karte. Das merkte man hinten dann doch. Aber nach vorne war es wirklich mal wieder ein Feuerwerk. Julian Brandt. Ball geht dann knapp am Tor vorbei. Also der schwarz-gelbe Fan konnte sich wundern, dass man hier nicht 2:1 führte. Und auf der anderen Seite dann wieder eine Standardsituation. Paulinho. 2:1. Spiel gedreht. Es wusste keiner so richtig, wie das passieren konnte. Es stand aber nach 45 Minuten 2:1 für die Gastgeber in einer Partie, in der sie selber eigentlich nur zweimal aufs Tor schossen und zweimal war der Ball drin. Unglücklich vor Dortmund, aber sie hatten ja noch 45 Minuten Zeit, das gerade zu biegen. Hazard malen, zurückgelegt zu Bellingham, der kommt nicht durch. Julian Brandt. Adan aber mit der Parade. Der hätte wohl gepasst, sehen wir dann hier in dieser Einstellung. Möglicherweise wäre der im Winkel perfekt eingeschlagen. So langsam lief die Zeit davon, aber der Einsatz stimmte. Starke Grätsche von Brandt. Bellingham raus zu Hazard. Brandt wird abgedrängt. Bellingham wieder Adan, den hält er fest. In der 80. Spielminute. Spiel auf ein Tor, aber es wollte noch nicht fallen. Das 2:2. Sie machten nochmal richtig Druck. Marco Rose pushte seine Mannschaft nach vorne. Brandt, Malen, Brandt! Unglaublich. Die schafften es nicht mehr, an Adan vorbeizukommen. Das ist die letzte große Chance. Und so endet dieses Spiel mit 2:1, ein herber Rückschlag für den BVB im Kampf um die K.O.-Phase.